Hi ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Vanessa und auf diesem Kanal reagiere ich zu allem, was trashig ist, also zu allen möglichen Trash-Themen. Und im heutigen Video schauen wir uns die Reaktion von Kim Virginia auf Prominent getrennt an im Vergleich zu der Reaktion von Emanuel. Wenn ihr euch das Video anschaut oder Trash-Fans seid, dann wisst ihr ja, was in der dritten Folge Prominent getrennt passiert ist. Ich habe meine Reaction dazu gemacht und bis hierhin hat sich Kim Virginia nicht wirklich zu den Aktionen dort geäußert. Also sie hat jetzt noch kein Statement gemacht und sich da wirklich aktiv dazu geäußert. Aber sie hat durchaus so ein bisschen ihren Stories durchscheinen lassen, wie sie dazu steht oder wie sie das sieht. Ja, man kann auch manchmal indirekt trotzdem eine Antwort geben, ne, ohne ein Statement zu machen. Ich werde auf ein paar Ausschnitte von diesen Instagram-Stories eingehen, aber der Hauptinhalt dieses Videos soll es sein, dass wir uns so ein bisschen beide Seiten so ein bisschen gegenüberstellen. Also es geht darum, dass Kim Virginia nach der Ausstrahlung von Prominent getrennt natürlich auch stark kritisiert wird. Die Meinungen treffen aber auseinander. Viele sagen, ja, sie hat Gewalt angewendet. Andere sagen, sie hat sich nur verteidigt. Das war nur eine Prinzessin-Backpfeife. In dem Video sage ich meine Meinung dazu. Und jetzt im Nachgang ist es so, dass viele, die jetzt auch in der Show dabei waren, jetzt rauskommen, beziehungsweise einer explizit, und ihr unterstellt haben, dass sie wohl noch andere Aktionen durchgeführt haben. Also ich werde sowieso noch mal ein Video dazu machen, wo ich da so ein bisschen die konträren Meinungen der Zuschauer oder auch der Trash-TV-Stars, wo wir die uns doch mal anschauen, ihr auch noch mal sagen könnt, wie ihr das seht, ob ihr das als Schlag oder Gewalt empfindet oder eben nicht. Aber zum Beispiel der Emanuel ist dann noch mal rausgekommen, hat gesagt, hey, du hast zusätzlich noch Dinge gemacht, und andere haben auch gesagt, hey, es sind noch Dinge passiert, bevor dieser Schlag überhaupt kam. Und ein Emanuel hat ihr jetzt auch nochmal unterstellt, sie hätte wohl auch ein Glas geworfen. Also Dinge, die wir nicht gesehen haben, die nicht ausgestrahlt wurden. Und darauf hat jetzt Kim tatsächlich reagiert. Also auf den eigentlichen Schlag hat sie jetzt nicht wirklich direkt reagiert bis jetzt. Ich weiß nicht, ob das so als Schadensbegrenzung dienen soll. Aber jetzt auf diese, ich sag mal, Bezichtigung wegen des Schlags hat sie jetzt reagiert. Und Emanuel hat im Anschluss darauf reagiert. Und beide Videos oder Inhalte werden wir so ein bisschen gegenüberstellen und schauen, wie wir das, ich sag mal, analysieren oder das einschätzen. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Hier in Köln ist heute Samstagmorgen direkt viel los hier auf meiner Straße. Und ich habe heute ein bisschen anderen Hintergrund gewählt, wie ihr sehen könnt. Ich dachte, ich experimentiere mal so ein bisschen rum mit den Hintergründen. Schau, was am besten gefällt oder schön ausschaut. Ja, also bevor wir auf das eigentliche Video eingehen, schauen wir uns ein paar Story-Ausschnitte von Kim Virginia an, wo da schon ein bisschen rauszukristallisieren ist, wie sie zu der ganzen Thematik steht. Aber ich glaube, das war uns eigentlich schon bewusst. Hier in ihrer Fragerunde ist es so, dass ein Fan auch schreibt, keine Frage, ich finde es schade, dass du da raus bist bei Prominent getrennt. Du hast die besten Fragen gestellt und sie antwortet, oh, ja, ich habe selten so einen langweiligen Trupp wie bei Prominent getrennt und ich bin ein Star gesehen. Wobei ich mir von dem Cast sehr viel erhofft hatte, bei Prominent getrennt. Habe versucht, da irgendwie ein bisschen Interaktion herbeizuführen. Es gibt zwei interessante Paare in meinen Augen und ich hoffe, die sorgen noch ein bisschen für Unterhaltung. Die interessanten Paare, die sie meint, das hat sie später noch beantwortet, sind Emily und Gina, die sind ja schon raus, und Mike und Michelle. Naja, das ist jetzt ihre Meinung, inwieweit sie jetzt die Paare als interessant bewertet. Ich persönlich finde jetzt einen Emanuel und die Chiara jetzt spannend. Ich weiß nicht, für wen ihr rootet. Ich finde interessant, dass sie, wie sie die Dinge sieht. Also, dass sie der Meinung ist, dass sie da ja versucht hat, Interaktion herbeizuführen. Also, man hat schon gemerkt, dass sie
sich sehr viel eingemischt hat in verschiedenen Themen und Einheiten und Paaren. Ich glaube, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass eine Kim Virginia der Meinung ist, sie ist die Einzige, die für Aktion sorgen kann. Und da sehe ich auch wieder Parallelen zu einer Valentina, die halt so ein bisschen krawallartig unterwegs sind und dann auch so ein bisschen der Meinung sind, dass ohne den eine Show nicht funktioniert. Und ich denke, so Trash-TV gibt es schon etwas länger, auch bevor Kim Virginia da war. Und es war vorher auch interessant. Sie ist jetzt nicht der heilige Gral des Trash-TVs und seitdem sie da ist, ist es überhaupt sehenswert. Also es war vorher auch schon sehenswert und es gab auch interessante Charaktere und die wird es weiterhin geben. Von daher, ich fand halt ihr Verhalten in der Show sehr invasiv. Also dass sie zum Beispiel jetzt bei Chiara und Emanuel hinterhergewatschelt ist und da sich ewig geschminkt hat und denen keinen Freiraum gegeben hat. Also man merkt, dass sie so diese Einstellung hat, ich muss mich überall einmischen. Ich bin the Party, also ich bin so das Center of Attention und ohne mich geht gar nichts. Und ich denke mir, so eine gesunde Einstellung wäre vielleicht, wenn du dich manchmal ein bisschen zurücknimmst und die anderen auch agieren lässt, weil sie sind auch aus irgendeinem wichtigen Grund da. Sie wurden auch gezahlt und die Leute, die haben auch Fans, die sie sehen wollen. Und vielleicht nimmst du dich einfach mal zurück. Und dann schreibt jemand, bei einem Mann hätte sich Max das nie getraut. Er hat deine Grenzen als erstes überschritten. Und die macht den hier, was im Endeffekt ja auch zeigt, dass sie damit einverstanden ist mit dieser Äußerung. Ich finde es halt sehr, sehr schwierig, das so schwarz-weiß zu sehen und zu sagen, ja, Max ist ein Mann und hat sie angefasst und deswegen canceln wir ihn und deswegen ist sein Verhalten falsch. Ich finde es schwierig, das so gegenüberzustellen als eine Mann-Frau-Debatte, weil es ist es einfach nicht. Also es ist halt einfach keine Mann-Frau-Debatte in diesem Fall, sondern eine einzelne Persönlichkeit gegen eine Truppe gibt Debatte, wie ich finde. Und das ist auch ein Thema von psychischer Gewalt. Und ich finde nicht, dass dann, wenn dann sowas passiert, man dann direkt zu dieser Mann-Frau-Argumentation greifen kann. Also es ist einfach so einfach darf man sich es nicht immer machen. Und dann schreibe ich mal, ohne dich wird prominent getrennt, bored sein, immerhin freue ich mich, in weiteren Formaten dich zu sehen. Und sie sagt, oh je, geht aber bald wieder los, das Format wird es in sich haben. Da geht es ja um Beauty and the Nerd. Und sie hat auch gesagt, dass es da auch Stress gibt und dass auch da Anzeigen regnen werden. Ich habe die Show noch nie gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, hat mich bis jetzt nicht so interessiert. Aber ich bin natürlich gespannt, wie sie sich da gegeben hat. So, und dann noch eine letzte Frage und dann kommen wir zu ihrem Video. Der Sender, der dich rauswirft, ist einfach selber schuld. Gib halt keine Unterhaltung mehr. Und sie schreibt, ja, kurz danach war ich dann eh woanders. Da ist offensichtlich ein bisschen was schiefgelaufen in der Entscheidung, aber passiert. It is what it is. Ja, definitiv. It is definitiv what it is. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich muss zugeben, bis jetzt war jetzt die bei der Ausstrahlung fand ich zum Beispiel interessant bei der Kim so ein bisschen das Aufeinandertreffen von Kim und Sandra. Ich fand, dass da Kim definitiv unter die Gürtellinie gegangen ist und man hat gemerkt, sie hat eine Mission. Bis dahin fand ich aber ihr Auftreten eher super unter der Gürtellinie und sehr respektlos. Also so grundsätzlich, dass sie zum Beispiel mit Sandra auch zusammentritt, fand ich spannend. Aber die Art und Weise, wie sie das regelt, fand ich halt mega unter der Gürtellinie. Und so hat sich das halt fortgeführt. Und ich finde, sie hätte einfach so viel mehr für Unterhaltung sorgen können, wenn sie einfach nicht so krass beleidigend geworden wäre. Also es war halt wirklich eher anstrengend dann. Von daher so vom Unterhaltungsfaktor würde ich eher sagen, mein Stresspegel ist eher gestiegen, als ich ihr zugeschaut habe. Und es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, boah, geil, ne? Da fand ich teilweise Mike unterhaltsamer, weil er einfach mal ausnahmsweise entspannter wirkte. Und wie gesagt, die Story von Tommy und Sandra fand ich irgendwie auch ein bisschen spannend. Wisst ihr? Und dramatischer so. Also ich hatte das Gefühl, Kim hatte irgendwie nicht so wirklich eine eigene Story und wollte mit allen Mitteln trotzdem scheinen. Was jetzt auch nicht schlimm ist, aber hat sie halt mit sehr drastischen Mitteln durchgesetzt und im Endeffekt ist es nach hinten losgegangen.
Aber okay, schauen wir uns mal an, was sie zu dieser Thematik mit dem Schlag oder mit dieser Unterstellung von Emanuel, sie hätte da ein Glas nach ihm geworfen, wie sie damit umgeht. So, Mäuse, ich äußere mich jetzt zu einer gewissen Geschichte aus dem Paulanergarten schon mal. Alles andere werden wir natürlich auch nochmal ausführlicher besprechen. Aber das bespreche ich jetzt auf jeden Fall schon mal, weil ich sehe, dass sehr viele Trash-Seiten und YouTuber sich natürlich darauf stürzen und sich denken, geil, jetzt kann ich wahrscheinlich die Miete zahlen. Dieses Jahr war Mieterhöhung, scheiße, Inflation. Ich brauche die Klicks, ich nehme das jetzt einfach so, wie es ist, ob es wahr ist oder nicht oder ob ich Beweise habe oder nicht. Also wir brauchen nicht noch mehr Leute, die sich strafbar machen als nötig. Ihr habt keine Lust drauf, ich auch nicht. Ich erzähle euch aber trotzdessen mal, wie die Geschichte wirklich abgelaufen ist. Also, liebe Kim, erstens bist du im Trash-TV, weil du selber Reichweite haben möchtest. Reichweite generierst du durch Fernsehshows, indem du eben solche dramatischen Szenen ablieferst. Und Reichweite generierst du tatsächlich auch durch solche YouTuber und Presse. Also das ist ja auch ihr Ziel, dass sie da in der Presse ist, ne? Und das jetzt so hinzustellen, als würden Sender, Pressen oder jetzt YouTuber, die auf sie reagieren, es so nötig haben, weil sie Miete zahlen müssen und weil sie dafür sorgt, dass sie der Miete zahlt. Bitte, Honey, halt mal den Ball flach, gell? Also ich glaube, die meisten können schon noch ihre Miete zahlen. Du bist ein Trash-TV, du bist ein Protagonist und bist in dem Fall ein Unterhaltungsfaktor. Also halt mal bitte nicht so viel mehr von dir, als du bist. So, und wenn du nicht da bist, werden andere dafür sorgen, dass die Trash-TV-Community sich darüber unterhält. Also ich glaube, da wird es auch an nichts fehlen. Die Person erzählt nämlich, dass ich Gläser an dem besagten Abend auf ihn draufgeschmissen hätte und er geblutet hat und schwer verletzt war und so weiter und so fort und man mich deswegen auch zurückhalten musste. Ich erzähle euch jetzt mal, wie es wirklich abgelaufen ist. Ist zwar Vertragsbruch, aber ich lasse natürlich nicht solche krassen Unwahrheiten über mich erzählen. Ja, Punkt. Also es war so, die Person hat mal wieder mega, mega Scheiße bei mir gebaut. Und Schatz, sei froh, dass du noch so gut gezeigt wurdest. Ich weiß, du merkst jetzt erst, was du für ein Lappen bist, aber glaub mir, es hätte schlimmer laufen können. Wenn ich auspacke, Schatz, du bist noch Wüste Gobi links, da wirst du noch willkommen sein. Ich kann gerade gar nicht glauben, dass wir überhaupt darüber sprechen, wirklich. Nur weil irgendjemand auf seine Ausstrahlung nicht klarkommt. Also, Kim spricht ja im Endeffekt jetzt bei die Person von Emanuel. Und sie erzählt jetzt irgendeine Story von wegen, dass Emanuel Scheiße gebaut hätte und deswegen darauf basierend ihr Verhalten begründet ist sozusagen. Also es ist so ein bisschen die Überleitung dazu, was quasi begründet, weswegen das passiert ist, was danach passiert. Und sie sagt hier auch von wegen, ja, er ist ein Lappen, also beleidigt ihn weiterhin. Ja, sie sagt hier auch, dass der Emanuel das Ganze tut, weil er als Lappen dargestellt wird. Und ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen eigentlich sich ja so sieht in dieser Lage, weil ich finde nicht, dass der Emanuel da als großer Lappen ausgestrahlt wurde. Ich finde schon, dass er hier und da vielleicht sich hätte verteidigen können, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, was ein Lappen. Ich hatte eher das Gefühl, er wurde mir ein bisschen sympathischer. So, ich hatte Mitgefühl, aber jetzt nicht, dass ich mir dachte, was ein Lappen. Ich hatte eher das Gefühl, nee, also er braucht das Geld, um diese Show zu kommen, macht es aus strategischen Gründen, dass er den Mund nicht aufmacht. Und ich dachte mir aber eher, nee, Kim, wie sehr hast du bitte dein Image zerstört? Weil wenn man dich noch bei You The One sympathisch fand, hat man das Gefühl, du hast irgendwie all deine Werte über Bord geworfen, nur um dieses Ziel der Reichweite zu erreichen. Und das ist irgendwie ein bisschen traurig. Also ich finde nicht, dass dein Emanuel da als Lappen rüberkommt, aber ich finde es gut, wie sie das so ein bisschen dreht, ne? Aber gut, reden wir über diese Geschichte. Auf jeden Fall hat die Person mal wieder mega, mega Mist bei mir gebaut. Ich habe gesagt, okay, wir haben es ausdiskutiert. Ich so, alles klar, ist in Ordnung. Er so, nee, wirklich, es tut mir so leid. Und ich so, nee, ist in Ordnung. Und er so, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Es tut mir wirklich voll leid. Ich wieder, ist in Ordnung. Hat er gesagt, nee, wirklich, es tut mir so leid. Du kannst mir sogar Wein überschütten. Wirklich, es tut mir so leid. Und ich so, ehrlich? Und er so, ja, wirklich, kannst du machen. Ich so, okay, alles klar, habe ich den Wein übergeschüttet. Ich so, lass mich doch nicht zweimal bitten. Also okay, das ist also die Baseline der ganzen Story. Emanuel hat irgendeinen Mist gebaut
und hat darum gebettelt. Also sie stellt halt Emanuel wieder so wie so einen kleinen, so unter ihr sozusagen. Er hätte darum gebettelt und rumgebettelt und wie auch immer. Bis sie dann gesagt hat, ja, okay, ich tue dir den Gefallen und schütte dir Wein irgendwie über die Hose. Und ich denke mir so, glaubt ihr das? Also was hat der denn für einen Mist gebaut? Und wenn du ihn jetzt eh als Lappen darstellst, dann kannst du ja auch erzählen, was er genau gemacht hat. Also das ist so, du willst eigentlich Tacheles reden und du begehst Vertragsbruch sowieso, wie du sagst, aber du sprichst nicht darüber, was er jetzt so Schlimmes gemacht hat, dass es deine Aktion rechtfertigt. Wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie habe ich das Gefühl, sie will einfach nur mit allen Mitteln ihr Verhalten erklären und nicht einfach mal sagen, hey, Mist, war Kacke von mir. Und dann... Also es war wie so eine Essensschlacht, nur mit Getränken. Ob ihr das jetzt alles wieder gesellschaftlich konform findet oder nicht, ja gut. Ne? Also es war, wir haben beide gelacht und es war eine witzige Situation. Wir haben uns wirklich den Arsch abgelacht, den ganzen Tag noch darüber. Also ihr seht ja schon, dass ich nicht so ganz neutral bin. Also das Ding ist, sie beschreibt die Situation als sehr witzig und es war ein großer, großer Spaß. Und die andere Seite ist ja anscheinend nicht so belustigt, ne? Ich habe, also mir ist gerade nur in den Gedanken gekommen, wenn wir jetzt nicht die Szenen von dem Schlag hätten, von Max und ihr, würde sie das dann auch als großen, großen Spaß beschreiben, dass sie da alle da saßen und großen Spaß hatten und nur die anderen Spaßverderber waren und eigentlich das so lustig war und sie eigentlich nur aus Spaß da mit Emanuel darum diskutiert und auf ihn da verbal eingeprügelt hat. Und dann aus großem Spaß dann einfach nur dem Max leicht über die Backe berührt und gestreichelt hat. Und dass jetzt alles aufgebauscht wird. Also es ist so, definiere Spaß. Ich warte. Dann hat er auch immer das Bier hochgenommen und hat das nach mir geschmissen. Und ich bin schon so weggelaufen und habe mich dann umgedreht und habe mein Glas zurückgeschmissen. Und das ist auf dem Boden angekommen. Und vom Boden ist ein Splitter auf sein Bein gekommen. Und dann haben wir eine Stunde oder eine halbe Stunde später, nicht mal er, ich habe das entdeckt, dass er einen kleinen Schlitz am Bein hat. Okay, also wie jetzt? Die haben die ganze Zeit, also das mit dem Essen verstehe ich nicht so ganz, dass sie da so halbe Essensschlacht gemacht haben, weil... Sie im Kindergarten und selbst wenn das so oft lustig gemeint war, wer spielt da noch mit Essen rum, wenn man so einen erwachsenen Streit hat? So, wer schmeißt da mit Essen rum? Das hört sich total absurd an irgendwie und so surreal. Und dann hat der Emanuel mit einer Flasche nach hier geworfen. Hä? Wo sind wir denn gelandet? Sind wir im Zoo oder so? Und dann hat er mit einer Glasflasche hat er nach ihr geworfen. Einfach so. Wow. Also da muss es doch Szenen geben, oder? Und dann hat sie mit einem Glas nach ihm geworfen. Wo waren die denn da? Waren die beim Cagefight oder was? Wie so ein Riss von einem Blatt Papier ist da so ein kleines... Also, ja. Und wir haben uns, wie gesagt, beide die ganze Zeit, auch als wir dann diesen kleinen Schlitzer gesehen haben, wie von einem kleinen Blatt Papier, haben wir uns die ganze Zeit drüber lustig gemacht und uns sogar noch gefreut, dass das vielleicht gezeigt wird und haben gesagt, boah, das kommt bestimmt im Trailer, wir sind so bescheuert. Also wir haben uns halt totgelacht. Und ich glaube, wenn man einfach gesehen hat, dass das einfach voll nicht ernst ist, halt wie so eine Essensschlacht, wurde das auch nicht gezeigt. Weil wir da auch nie wieder drüber geredet haben und es auch nie ein Streitpunkt war, sondern eher ein lustiger Moment. Und das jetzt zu nehmen, nur weil man selbst merkt, dass man scheiße dargestellt wurde, dass man halt merkt, dass man der Lappen ist, der man ist, kann ich ja nichts dafür, Schatz. Also ich wiederhole mich da eigentlich nur. Ich finde nicht, dass der Emanuel wie ein Lappen dargestellt wird. Also ich finde, eine andere Person steht da eher als Lappen da. Aber wie gesagt, sie dreht das sehr gerne um, dass sie einfach so ein bisschen besser dasteht. Und ich glaube nicht, dass er jetzt gegen sie schießt, weil er als irgendwie schlecht dargestellt wird. Ich glaube, der kommt eigentlich sehr gut rüber und könnte sich auch freuen, dass er so rüberkommt. Und ich glaube, vielleicht schießt der einfach auch, weil er im Nachgang sich denkt, ich nehme die Reichweite noch mit oder ich mag die wirklich nicht und ich nutze das jetzt wirklich, um meine Wut, die ich die ganze Zeit unterdrückt habe, endlich mal rauszuhauen. Aber ich kann mir vorstellen bei dem Punkt, dass die Produktion es vielleicht nicht gezeigt hat, weil das so langweilig war. Weil, also da kann ich ihr schon ein bisschen folgen. Es kann wirklich sein, dass die Situation so albern eher war.
weil ich denke mir so, wenn das wieder so eine drastische Situation war, dann hätten die das ja auch nutzen können, so ein bisschen, ne, für virale Momente, keine Ahnung, um da Aufmerksamkeit für die Show zu kreieren. Also es kann natürlich sein, dass sie da in dem Punkt, da kann ich ihr ein bisschen folgen. Da gab es auch die ganze Zeit keine Probleme, auch als wir ausgezogen sind. Man will jetzt einfach nur auf meinen Nacken Klicks machen und es hat auch noch funktioniert. Also herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt endlich erreicht, was du wolltest. Du wolltest ja seit Jahren die 10.000 Follower knacken. Herzlichen Glückwunsch, hast du auf meinen Nacken gepackt. Aber ich habe ja gesagt, deinen letzten Cent unter deinem Arsch nehme ich dir auch noch weg. Es freut mich, dass du es mir so einfach machst, wenn ich wollen würde. Ja? Ja. So ist das nämlich. Und übrigens, die Person, die das Ganze bestätigt hat und dieses, oh mein Gott, ne, Schlagzeile, oh mein Gott, alle reden so sehr drüber und einer hat es auch noch bestätigt, die war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht eingezogen. Das hat am ersten Tag stattgefunden. Ja. Also ich hoffe jetzt, dass man das Ganze unterlässt. Ist nämlich Vertragsbruch. Und ansonsten, wenn das so nicht geht, weil ich werde jetzt nicht, weil irgendjemand Klicks möchte, zu 20 Stories, die sich jetzt irgendjemand aus dem Arsch zieht und rumdreht, bis irgendwas ganz anderes rauskommt, ich werde mich nicht zu jedem Scheiß äußern, nur weil jetzt nochmal auf den letzten Zug irgendwelche Klicks braucht auf meinen Nacken. Also den Scheiß mache ich nicht mit. Wenn Vertragsbruch nicht reicht, mein Anwalt ist auch ein ganz netter Typ, mit dem könnt ihr dann auch nochmal quatschen ein bisschen. Doppelmoral ist hier auch am Start, weil Kim begeht hier ja Vertragsbruch, indem sie erzählt, was passiert ist und gleichzeitig kritisiert sie Leute, die Vertragsbruch begehen. Auch interessant. Also, okay. Und ja, dass die Leute auf ihren Nacken Klicks generieren, das hört man ja so oft, ne? Dass irgendwelche Trash-TV-Stars denken, sie sind das Center of Attention und alle wollen auf deren Nacken, hört man wiederum ja auch oft von der Valentina. Weiß ich nicht. Du generierst ja auch Nacken von anderen irgendwie, also meiner Meinung nach, auch Klicks, ne? Also, yeah, das ist ja irgendwie so eine Win-Win-Situation, glaube ich, in der Trash-TV-Welt, wenn man da drin ist. Von daher weiß ich jetzt nicht, wer hier auf wessen Nacken Klicks generiert. Und ja, gut, ne? Das war jetzt die Seite von Kim. Wir hören uns jetzt die Seite von Emanuel an. Applaus, Applaus. 2 Tage hast du gebraucht, um dich mal zu äußern. Und jetzt hast du wieder alles so hingeschoben, wie du es gerne hättest, ne? Du bist schon ein schlauer Fuchs. Du machst das schon gut, das merkt man. So, aber du regst mich auf mit deinem Scheißgetue. Und du musst einfach mal dazu stehen, was du für Scheiße baust. Ganz einfach. Deine Schelle, damit hast du dich selber kaputt gemacht. Du regst mich auf. Und jetzt noch alles so hinzudrehen, wie du es gerne hättest, damit wieder alle denken, oh, die Kim. Okay, der Mann ist sauer. Ich hoffe nicht auf mich. Ich habe nichts gemacht. Bitte schreib mich nicht so an. Der ist richtig sauer. Meint ihr, der ist ernsthaft sauer oder macht er das einfach auch nur, um Klicks zu generieren? Aber er wirkt schon sehr sauer, ne? Der wirkt richtig sauer. Das ist ja richtiger Beef hier. Uff, spannend. Mein Leben ist sonst, passiert sonst nichts. Ich erlebe sonst nichts. Deswegen ist es jetzt für mich jetzt echt Primetime, hier so ein Beef zwischen Ex-Paaren. Ja, also mit einer Sache hat er schon recht. Also Kim hat eine unglaublich hohe Reichweite. Ich glaube, sie hat auch unglaublich viele Girls, die zu ihr aufsehen und sie als Queen bezeichnen. Ich denke mir halt, gibt es sonst andere, keine Vorbilder mehr heutzutage, zu denen wir aufschauen können? Was ist mit den wirklich früheren Vorbildern, die wir hatten? So, das ist jetzt so, das sind so die Verhaltensweisen, die sich die junge Generation anschaut und sich denkt, ja, das ist mein Vorbild. She's a queen, weil sie Leute verkloppt in Shows. Ja, und auch mit der Tatsache, dass sie das teilt, sie ist sehr, ich wollte schon sagen gestikuliert, nee, sie ist sehr intellektuell. Ihr wisst, was ich meine, ne? Sie ist sehr eloquent, ne? Das muss man schon sagen, die Kim. Kann sich sehr gut ausdrücken, deswegen kann sie auch verbal meistens die Leute schachmatt machen und das nutzt sie sehr gut. So, ne, dass man dann, wenn sie will, das selber Zeugen rüberbringen kann. Ich glaube, ein Emanuel eher weniger. So, das Gefühl hatte ich und das kommt natürlich manchmal ein bisschen weniger überzeugend. Und dann noch Bilder zu veröffentlichen, die du gar nicht veröffentlichen darfst, erstens, weil das hat was mit Bildrechten zu tun, meine Dame. So, damit kann ich dir auch mit einem Anwalt drohen.
tu diese scheiß Bilder raus. So, und dass die Bilder überhaupt zustande kamen, war deswegen, weil wir beides gleich Hotel hatten und wir beiden zur gleichen Zeit essen mussten. So. Und dass du dann heimlich von mir Bilder machst, ist doch wieder ein klares Zeichen, dass du das alles wieder nur genau so hindrehen willst, wie du es jetzt tust, weil du schon geahnt hast, dass es irgendwie so kommt. Ja, die Bilder, die sie meint, die Bilder, die er meint, das hatte ich vorhin gleich gezeigt, das sind jetzt die Bilder hier. Die Person ist jetzt einfach nur sauer, dass sie so wie ein Lappen dasteht, wie sie auch ist. Dann entlappe dich, mein Freund. Es ist nicht meine Aufgabe, Schatz. Klarer Fall von Not My Job. Cheers to that. Im Endeffekt hat es die Kim in ihrem Statement integriert am Ende. Und das zeigt einfach Kim und Emanuel, wie die nach dem Auszug einfach noch entspannt essen. Ich weiß jetzt nicht, ob der nicht gemerkt hat, dass sie filmt oder wie auch immer. Und er unterstellte ihr so ein bisschen, dass sie das aus Absicht gemacht hat, um dann Beweise zu haben gegen ihn. We don't know at this point. Aber man hat ja auch in der Show ja schon gemerkt, dass er sehr schnell zu besänftigen ist. Also auch nach dem ganzen Streit konnte er noch mit ihr reden, wo ich mir auch dachte so, woher nimmst du diese Kraft? Ich hätte diese Person schon längst gecancelt. Deswegen kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass sie danach auch entspannt noch essen waren. So. Aber ich meine, auch danach können Dinge passieren. Also nur weil man nach einem Auszug mit einer Person cool ist, heißt es nicht, dass danach nicht Dinge passieren können, wo man dann sagt, nee, ich distanziere mich von dieser Person. Wisst ihr? Zum Thema Glaswurf, meine Liebe. Was zum Teufel laberst du für eine Scheiße? Was zum Teufel laberst du da? Glaubst du wirklich, dass ich dich darum bettle, dass du mich abwerfen darfst mit irgendwas? Was laberst du da? Welcher Mensch sagt, oh, werf mich doch bitte mit Wein ab? Bist du bescheuert oder was? Nein, nach dem Spiel warst du beleidigend, beschissen zu mir. Du hast mich dargestellt, als würde ich das Spiel aufgeben, bla bla bla, was ich auch nie aufgeben wollte. Ich habe das alles beendet bis zum Schluss. So, natürlich habe ich auf dem höchsten Niveau rumgemeckert, aber ich habe es durchgezogen. Weil ich wusste, dass wir 10.000 Euro verlieren. Danach hast du immer nur über mich hergezogen, die ganze Zeit nur Scheiße über mich erzählt, die ganze Zeit nur eklig gewesen. Die ganze Show warst du eklig zu mir. Reicht. So bist du zu keinem Menschen. Hör auf mit dieser Scheiße. Ja, also auch diesen Part, wo sie meinte, er hätte gesagt, weil er Scheiße gebaut hat. Aber was für eine Scheiße hat er denn gebaut? Und warum wurde das nicht gezeigt? Das frage ich mich halt. Wenn das wirklich etwas ist, was da so brisant war, was er getan hat. Die haben doch Mikros. Nicht immer, ich weiß, aber dann, was hat er denn gemacht? Und dass er dann so unterwürfig war anscheinend und dann gesagt hat, ja, weil ich so Scheiße gebaut habe. Oder meint sie einfach nur die Art und Weise, wie er sich angestellt hat? Und hat er dann aus Spaß gesagt, du darfst mich mit einem Glas bewerfen? Also das ist halt so Aussage gegen Aussage so, ne? Also, aber ich finde das, was er sagt, schon logisch. Weil wer sagt denn, ja, bewirf mich mit einem Weinglas? Was ist das denn? Wie unterwürfig und erniedrigend ist das denn bitte? Mir vor allem machst du das nicht. So, und ich setz mich zu Wehr und ich hab Rochonis und ich hab große Rochonis, wenn ich will. So. Bei diesem Part musste ich ein bisschen schmunzeln. Das ist irgendwie süß, weil wenn man so große Rochonis hat, hat man es eigentlich nicht nötig, das wirklich so zu beweisen und dann noch hinzufassen und so. Ist schon ein bisschen süß. Das meine ich halt bei Emanuel, der ist halt so irgendwie so süß. Der ist nicht so, er kann halt nicht so argumentativ so gegenhalten wie eine Kim, wie ich finde. Und er ist irgendwie so, also als ich das Video gesehen habe, dachte ich mal, oh Gott, ist der süß. So, ich habe nicht wirklich Angst vor ihm. Also jetzt, wo ich es sehe, dachte ich am Anfang schon so, okay, komm schon ein bisschen bedrohlich rüber. Aber bei dem Part mit den Kochhundes war ich dann raus. Das ist so. Er wirkt aber so ein Pudel. Ich möchte ihn streicheln, weil er so cute ist, weil er so sagt, ich hab's Kochhundes. So, oh, cute. Aber ey, ich will ihn jetzt nicht runterreden. Er steht gerade seinem Mann und wir sollten ihm den Respekt zollen, der ihm gebührt. So, deswegen. So, und meine Eier, meine Ostereier, die packe ich genau jetzt aus, weil es mir reicht. So. Hat er gerade gesagt, meine Ostereier? Sorry, es tut mir echt wirklich leid. Oh mein Gott. Es ist doch süß, oder? Er sagt einfach, meine Ostereier packe ich jetzt raus. Oh, es reicht. Es ist so cute. Und ich bin ganz sicher nicht dumm, Freunde.
hört mir mal ganz genau zu. Ich bin da reingegangen bei Prominent Getrennt. Ich wollte das Ding gewinnen. So. Und ich wusste nicht, auf was für einen Film die Kim da fährt oder wie sie reagieren wird oder was sie da abziehen wird, wusste ich ja nicht. So. Für mich war der Stand, ich verstehe mich gut mit ihr und so bin ich da rein. Und dann bin ich da rein und habe ich gemerkt, dass sie schon irgendwelche Filme schiebt, wo ich schon von Anfang an wusste, sie wird sich, sie wird uns damit raushauen aus der Show, mit ihrem Verhalten. Jeder wird sich dagegen wehren, dass die nicht drin bleibt, so wie sie sich verhält. Und das hat sie uns ja bestens bestätigt. So, meine Taktik, das war aber die falsche Taktik, gebe ich offen zu. Meine Taktik war, nicht mit Kim zu streiten, da nicht drauf einzugehen, wenn sie mit mir streitet, sondern einfach das zu beschlichtigen, dass bei uns immer alles gut ist, weil wir sind ja im Team. So, und ich wollte da einfach keinen Stress produzieren, damit wir da durchkommen. So, und natürlich hätte ich nachher mehr sagen sollen und mehr feuern sollen, aber das habe ich nicht. Ja, das hat mich auch gewundert, weil ich auch das Gefühl hatte, also der Emanuel kommt mir einfach super sympathisch und so entspannt drüber, also so ein Typ, mit dem der zwar auf hart tut, der aber eigentlich wahrscheinlich so richtig so süß ist und so, ne, so sanftmütig eigentlich. Und deswegen ist er mir auch super sympathisch eigentlich jetzt in der Show gewesen. Und ich dachte mir aber trotzdem so manchmal, nicht weil er ein Mann ist oder so, sondern einfach nur, erheb doch mal auch mal die Stimme gegen diese Frau, sag doch mal, verteidige dich doch, du musst dir jetzt doch echt nicht alles gefallen lassen. Und gerade auch bei dem Streit, als sie ihn da so fertig gemacht hat, dachte ich mir so, nee, warum lässt du das mit dir machen? Hat irgendwas gegen dich in der Hand? Nur weil du so ein bisschen mehr oder weniger ihr zu verdanken hast, dass du in der Show bist. Trotzdem hat sie kein Recht, dich so zu behandeln, so dachte ich mir. Und ja, das tut mir ein bisschen leid, weil ich habe das Gefühl, also auch bei Are You The One, ne, hat er immer so ein bisschen auf harten Macker getan und hat trotzdem bei der Sabrina so viel durchgehen lassen. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, warum er das gemacht hat, aber die Strategie kann ich nachvollziehen. Kann ich jetzt für eine Show tatsächlich, würde ich ihr sagen, da würde ich mich eher auf den Beef einlassen. Also gerade wenn du eh schon mit ihr da reingehst, sei doch wie du bist. So. Und Strategie verstehe ich, aber am Ende des Tages so, je mehr du auch von dir zeigst, desto mehr hast du auch davon, ne? Also auch an Reichweite. Von daher finde ich diese Strategie, sich da zurückzunehmen, zwar auch gut, aber ich glaube jetzt im Sinne von, ich gehe da eben mit meiner Ex, die eigentlich nicht so wirklich eine Ex war, eine Show, um Reichweite zu gewinnen und tue da gar nichts außer Wäsche falten, ist jetzt auch nicht so das durchdacht, oder? Was sagt ihr? So, aber das habe ich nicht, weil die Frau mir einfach scheißegal war. Mir war das scheißegal, was sie von mir denkt. Mir war das scheißegal, was sie über mich sagt, was sie über mich denkt. Weil eine Frau, die so ist wie sie, die ist bei mir durch. Das ist mir kackegal. Ich habe das Ding professionell durchgezogen, einfach cool geblieben, so, und habe da einfach nur mir gedacht, hey, scheiß einfach drauf, was sie sagt. Die ist dir eh nichts wert, deswegen scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich stehe drüber. Ich weiß, ich kenne meinen Wert, ich weiß, wer ich bin. So, und da war ich einfach cool in mir. Und da muss man einfach an sich selber glauben und einfach da cool bleiben. Und ich kann das. Und das habe ich da bewiesen. So. Und deswegen war es mir wurscht, was sie sagt oder sonst was. Ich kann euch alle verstehen, dass ihr wollt, dass ich feuer. Warum bin ich so ruhig, bla bla, dass ihr euch Fragen stellt. Kann ich voll verstehen, Leute. Aber für mich, ich bin da auch nicht drin gewesen, um irgendeine Show zu machen oder nicht ich zu sein. Sondern ich bin ich. Egal, ob Kamera an ist oder nicht. Im Privaten, da bin ich genau gleich. Deswegen, ich brauche mich nicht verändern. Es ist mir wurscht gewesen, was sie denkt. Finde ich aber jetzt schöne Worte zum Schluss. Also ich glaube, der Mann ist gar nicht so auf den Kopf gefallen, wie alle denken. Also nur weil er ruhig ist, heißt es ja nicht, dass er dumm ist, auf gut Deutsch. Und nur weil er sich jetzt verbal gegen eine Kim nicht aufhebt und da, ne, nur weil sie da so ein bisschen auch argumentativ ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen stärker ist, ne, ich verstehe seine Strategie, aber ich finde im Endeffekt, so wie er sich hier auch gibt und die Worte, die er findet, zeigt schon, dass er jetzt nicht komplett auf den Kopf gefallen ist und da seine Werte kennt und seine, ja, Prinzipien und das alles nicht über Bord werfen wollte, nur um Show zu machen, ist auch legitim, ne? Also von daher, ich finde nicht, dass er sein Gesicht verloren hat. Ich finde schon, dass er trotzdem hätte hier und da was sagen können, einfach auch, weil... Also wenn es aber seinem Naturell entspricht, dass er da grundsätzlich nichts sagt, okay. Ich denke aber, nee, du darfst trotzdem nicht zulassen, dass ein Mensch so aus dir so einen Wischmob macht, so, weißt du. Und
Von daher, so, das haben wir uns beide Seiten angehört. Das sind natürlich super konträre Aussagen von wegen und zwei unterschiedliche Dinge, Sichten auf die Dinge. Ich finde, ein Emanuel hat es natürlich auch rübergebracht, ohne beleidigend zu werden. Ne? Und eine Kim geht da schon direkt, finde ich, wird da schon sehr beleidigend. Und ich frage mich halt, okay, warum? Ne? Warum muss man beleidigend werden? Warum muss man drohen mit Anwalt? Warum muss man andere Person so abstufen und solche Sachen? Das sind also die nutzbar viele Mittel quasi, um die andere Person abzuwerten. Und es ist, um sich selber aufzuwerten. Ich finde, er beschreibt einfach nur die Situation, wie sie war, wie er sie es empfindet und sagt und zeigt seine Grenzen auf, ohne sie jetzt zu beleidigen. Und sie ist da schon sehr ein bisschen auf einem anderen Pfad unterwegs. Ne? Ich würde jetzt aufgrund der beiden Aussagen, fühle ich einen Emanuel mehr. Ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht auch gesagt hat, aus Spaß, ja, gieß mich über. Und dass das vielleicht ein bisschen wirklich dann ausgeartet ist, zu, dass er dann so einen Schlitz hatte an seinem Bein oder so. Aber ich glaube, im Nachgang, ob wer für Klicks, was auch immer, ganz ehrlich, ihr profitiert alle davon. Ja, ich finde es schade, dass die Szene nicht einfach gezeigt wird. Und ich glaube schlussendlich, dass eine Kim Virginia ihre Strategie im Reality-TV nochmal überdenken sollte. Weil ich glaube, dass eine Valentina, also zumindest ist das so das Gerücht, dass sie aktuell Schwierigkeiten hat, Jobs zu bekommen. Weil wenn du Krawallbürste bist, klar, du wirst erstmal gebucht, aber das polarisiert so sehr, dass du dann einfach super negatives Image hast. Und ich glaube, I Do One hat sie polarisiert, aber es war einfach trotzdem noch so ein Unterhaltungsfaktor da, ein Spaßfaktor. Und aktuell ist es schon so, dass sie ja Schlagzeilen macht mit total unangenehmen Themen. Und ich finde, sie muss da schon aufpassen, weil ich finde, sie hat super Potenzial weiterhin auch für Unterhaltung. Aber es ist schon so, dass sich das Bild ändert, das shiftet. Und es ist jetzt bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus, so, was sie dann auch kritisiert hat, also den Sender auch angegriffen hat. Jetzt ist es bei Prominent getrennt auch so, also zweiter Sender, aber Valentina war es auch so, ne? Sie hat dann danach super viele Shows gemacht, aber irgendwann haben die Leute auch die Nase voll. Und die nächste Show in der Kim ist ja Beauty and the Nerd und da ist es auch ein bisschen schwierig, glaube ich. Ne, also aktuell, glaube ich, freut sie sich, dass sie gebucht wird. Sie hat viele Follower. Aber wenn sie zumindest in den Shows weiterhin existieren will, glaube ich, muss sie da schon ein bisschen gucken, dass sie anfängt, die Leute ein bisschen zu respektieren. Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung und lasst uns gerne diskutieren. Ich freue mich auf die Interaktion. Also ich freue mich auf euch. Und ja, like das Video, wenn es dir gefallen hat. Bleibt gerne hier zum nächsten Video. Im nächsten Video werde ich auf Sandras Reel wieder reacten für Folge 3 und dann, wie gesagt, auch nochmal ein paar Meinungen zu diesem Schlag zusammenstellen, damit wir auch darüber reden können und ihr auch eure Meinung sagen könnt, wie ihr diesen Schlag empfindet, ob das Gewalt war oder nicht. Und ich finde, alle Meinungen sind akzeptiert. Ne? Es ist ja wirklich eine offene Diskussion und lasst uns da sehr gerne in die offene Diskussion gehen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.